Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und die Queen ist in der Hyperliga endlich angekommen. Ich habe endlich einen Nidoqueen für die Hyperliga. Zusammengepaart mit Irokex und Pyondragi. Und ab dafür. Und was ungewöhnlich ist, ich spiele Nidoqueen mit Steinkante und Erdkräfte erstmal. Weil ich würde gerne das eine oder andere Eis-Pokémon überraschen, wenn es da ist. Und natürlich Fiaro. Schön mit einer Steinkante wegbashen. So. Na, hier würde ich gerne einmal schön, auch wenn es die Samenbombe ist. Natürlich ist das die Samenbombe. Dann auf meinem Barben war hier schon mal die Steinkante. Das ist ja nicht so schlimm. Oh, der hat sie gerochen. Dann gehen wir hier rein. Hier muss ich in die Schilden. Ja, hiermit bin ich fein. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ein Knöscher kommt, den kann er durchlassen. Das sind nur Eissperre. So, nächster Knirscher. Oh nö. Nö, nö, nö. Nö, nö. Und rüber. So, weg ist er. Und Spukball? Ja, Spukball. Dürfte ich aber überleben, genau. Okay. Wir kommen zum Ladeattacken, leicht interessant. Schade, mit Steinkante wäre er weg gewesen. Gehe ich mit Pyondragi rein? Nee, ne? Ich hole mir schon mal mit Irokex Energie. Ach ja, ja, ja. Es war doch so klar, dass hinten noch eine Fee ist. Ja, Irokex in den Kampf nicht gebraucht. Ja, gut. Das verliere ich. Ja, das verliere ich. Leider hat er schon den Psychoschock. Ja, hätte ich wahrscheinlich eh verloren dann. Schade. Ja, das war dumm. Das war echt dann dumm. Aber war klar, dass dann hinten eine Fee lauert. Oh, schade, dass er die Steinkante geschildert hat, ne? Das hätte vieles geändert. Ah, okay. Dioxys. Dioxys. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. So, weil Erdbeben werden wir hier dann durchlassen. Ich muss erstmal mit dem Team hier warm werden. Wir lassen es natürlich durch. Schade um Pyondragi, aber ja. Okay. Man muss nicht auf Erdbeben. Anstatt gleich auf Erdbeben zu gehen.
Boah, wenn ich jetzt noch ein Schild kriege, das ist ja perfekt. Na, schade. Ich hole mir hier mit Energie. Genau. So. Und der kommt tatsächlich mit Deoxys rein. Ich werde hier erstmal nicht schilden. Genau, weil nur Steinhagel. Wir gehen hier auf Schmarotzer. Und Erdkräfte hier. Wir haben noch nicht die Steinkante revealed. Seeschub müssen wir natürlich schilden. Ist ja klar, ne? Genau. Und Barrikadax, interessant. Ja, hier kann er nur auf Nachthiebe gehen. Ein Nachthieb können wir noch einstecken. Und dann gehe ich gleich in Irokex, ne? Genau jetzt. Sehr schön. Sicherheitsschmarotzer hier. Und Schild war klar. Nein, Schild bringt nichts. Das ist Steinhagel. Und ich musste da trotzdem knapp zum Schmarotzer kommen, oder? Natürlich knapp nicht. Ah, sehr schön, aber er hatte noch eine, zwei Ziehschübe. Das heißt, deswegen reichen die Erdkräfte. Sehr schön. Klar, mit Giftzahn wäre einiges entspannter. Aber ich will Eis-Pokémon oder Fiaro mit der Steinkante überraschen. Die dann richtig schön Schaden macht. Ja, das wäre schon cool. Wenn Fiaro One-Hit Down ist oder weil Reiser schön gut weit unten, ich dann mit Irokex reinschneiden kann. Ja, hier ist gut, ne? Hier kann ich gleich Steinkante zaubern. Mal sehen, ob er damit rechnet. Bin mal gespannt. Lüpp! Steinkante zündet, weg. Ja, Sumpex ist immer so eine Sache. Da muss ich mich drauf gehen lassen. Ja, der kann natürlich farmen. Kann genau runterfarmen. Schade. Aber jetzt sei hier das Matchup. Das dürfte nur eine Aquahubitze sein. Genau. So, es kommt jetzt gleich aufs letzte Pokémon drauf an. Wenn da jetzt noch Valreiser ist, sehr ungünstig. Jetzt schäde ich einmal. So. Ich schäde trotzdem. Und bei meinem Glück ist jetzt Fiaro hinten, ne? So.
Weil Reiser ist da. Geschildert, perfekt. Eisbär kommt, ja, überlebe ich. Ja, jetzt muss ich schnell rüber. Knirscher hinzaubern. Der sollte jetzt reichen. Iro-Kex habe ich auch noch. Oh. Aber das ist nicht schlimm. Bitte sei das Erdbeben. Nein, Eisbär, das reicht natürlich nicht. Die Aqua-Obitze wird sehr wohl reichen. Wahrscheinlich. Das wird jetzt echt knapp. Oh, reicht nicht. Ja, das Problem ist, das Valreiser kann noch einmal farmen. Was nicht so toll ist. Ich kann noch nicht rüber. Okay, aber er gibt auf. Okay, er hat nicht genug Energie. Das ist super. Oh, die Steinkante gegen das X-Bad war doch wunderschön. Er konnte nicht mal Giftzahn oder Spuckball einsetzen. Das war echt richtig schön. Krypto. X-Bad. Weg. Och, nee, du. Geh ich in Pion Draghi. Und er geht raus. Interessant. Das ist interessant. So, einmal abgesenkt habe ich. Und ich glaube, ich muss nicht mal schilden. Ich glaube, die erste Attacke überstehe ich. Ja. Klar, Angriff sinkt. Naja, ist auch in der Verteidigung gesunken. Ja. Und ich komme nochmal zum Knirscher. Und wenn du jetzt schildest, dann komme ich nochmal rein. Okay, er schildert aber nicht. Perfekt. Dann gehe ich in die Queen. Hoffe, dass ich einen Sturzflug überlebe. Ja, rüber. Ah, das wird noch richtig kriminell gleich, ne? Das wird jetzt richtig kriminell. Ja, er braucht nur seine Schilde für Fiaro, ne? Und ich bin nur gezwungen, hier zu schilden. Ja, Fiaro wird noch. Ja, das kann ich eigentlich nicht mehr gewinnen. Ja, jetzt vor mir bei der Feuerattacke, oder? Oh, wenn er das durchlässt, dann habe ich noch eine Chance. Bitte denkt, das ist ein Giftzahn. Oh, die hätte anders gezündet, ne? Schade. Ja,
Hätte er die Attacke jetzt nicht geschildert, hätte ich gewonnen. Hätte der Giftzahn gesessen, Leute. Wäre perfekt gewesen, ja. Aber dann kennt er schon die Steinkap von Nidoqueen. Okay, Sumpex Führung war echt schwierig. Ich meine, dafür habe ich das gar nicht mal schlecht gespielt. Ist halt schwierig, da wieder reinzukommen. Brigis Stil habe ich natürlich gut weggehauen. Problem ist halt, sein Sumpex hatte Energie, ne? Und dann auf dem Fiago hinten. Das ist gar nicht mal hier so schlecht. Apokime. So. So, so, so. Oh, bitte. Oh, das wäre so göttlich. Oh, bitte. Oh, bitte die Steinkante. Fiaro ist dann instant weg. Bam. Tschüss, geil. Oh, das wird so echt. Ich habe auch Erdkräfte. Ich habe auch Erdkräfte. So, hier muss ich warten, bis er einsetzt am besten. Ja, jetzt muss ich rüber. Na, sieht trotzdem noch nicht so ganz klar aus, ne? Wobei, doch, er muss auf Mondgewalt gehen. Ich gehe hier auf Schmarotzer. Runterfahren kann er eigentlich nicht. Er schildert sogar, perfekt. Ist es die Mondgewalt schon? Ja. Dann gehe ich hier in Nidoqueen. Dann gibt es hier eine Erdkräfte. Er schildert sogar perfekt. War klein, kein schlauer Schild. Runterfahren kannst du mich nicht, oder? Nein. Oh doch! Aber trotzdem gewinne ich das. Wir wissen, hier muss ich den ersten nicht chillen. Wird eh Blitzkanone sein. Die überlebe ich einmal, locker easy flockig. Ich outspeed ihn. Hab noch ein Schild übrig. Oh, das war schön. Die Steinkante gegen Fiaro. Die war richtig herrlich. Oh, deswegen habe ich Steinkante auf Nidoqueen. Ja, und Steinkante, Erdkräfte kann besser sein als Giftzahn und, ne? Klar, manche andere Matchups hätte ich wahrscheinlich dann gewonnen jetzt. Aber so für den Spice und zum Ausprobieren kann man auch die Steinkante machen. Gerade gegen Valraiser gar nicht mal schlecht. Weil gegen Valraiser hätte ich das ja auch machen können. Oder kommt da mit ja, Registrier rein, schildert auch nicht. Das war schon perfekt. Die Sache ist die, ich musste halt Nidoqueen am Leben halten, weil das noch besser als Pion Draghi gegen Feen ankommt. Ja, aber den Schild mit Capuccino hat er gewastet. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass ich sogar noch zur Erdkräfte komme mit Nidoqueen gegen Registeel, aber ganz knapp nicht. Ein Eisbär müsste ich überleben, ne?
Ja, doch, ein Eisschwärmer sollte überleben. Tut zwar weh. Mal sehen, ob er die Steinkante respektiert. Nein, tut er nicht. Ja, Kavalanza, okay. Kavalanza ist okay. Schlagbohrer auf jeden Fall Schilden. Ich auch Spin, ja. Schade, dass ich ihn nicht nochmal aushole. Aber ich würde dieses Kavalanza schön weit runterbringen, auf jeden Fall. Jetzt auf jeden Fall einsetzen. Er schüttet auch, perfekt. Ich schütte nochmal. Ich schütte nochmal. Oh, er kriegt leider den extra Konter durch. Was doof ist. Ja. Das war nicht so schlau. Ja, wir gehen hier hin. Viel Ender würde drücken. Aero Ass natürlich auch und Schlagbohrer auch. Er geht für den Viel Ender. Au. Ja, was kommt jetzt? Ja, und er gewinnt wahrscheinlich deswegen. Er gewinnt wegen Vielender einfach. Come on. Ja, ich komme nicht zum nächsten Schmarotzer. Ja, das ist richtig doof. Ja, das verliere ich. Das ist richtig doof, das verliere ich deswegen. Er hat zu viel Energie. Och, hätte ich hier noch mehr Energie drauf, ne? Komm, setz ein. Ja, zu Erdkräften schaffe ich es trotzdem nicht. Hätte ich zur Erdkräfte noch geschafft, dann wäre das ein Sieg gewesen, aber nee. Schade. Ja, das Problem ist, ja, ich hätte versuchen abzufangen, den Vielender, dann hätte ich gewonnen. Oh, schade. Ja, vielleicht wäre doch nur einmal schön besser gewesen. Ja, einmal schön wäre besser gewesen, dann in Iokex. Ja, das sieht doch hier gut aus. Donnerschlag macht nichts, du musst auf Finsauer gehen. Hier kann ich hier problemlos rein. Kann mir gleich noch extra Energie schnappen. Und hab ein bisschen Energie auf Nidoqueen. So, hier setzen wir jetzt ein. Baum ist weg. Konnten wir sogar noch mal Energie holen, das ist gut. Mal sehen, ob man auf die Idee kommt, runterzufahren. Wäre, glaube ich, nicht so eine gute Energie. Nein. Ja, er setzt ein. Perfekt. Und das Gute ist, ich kann dann auf Nidoqueen. So, was wird sie hier gegen machen? Das ist nur ein Eisspeer. Perfekt.
Du kannst aufgeben. Ja. Hat sich natürlich die perfekten Konter dafür auch noch am Start. Ja, und ein Konter-Pokémon braucht man in der Hyperliga, finde ich. Weil es gibt so viele Stahl- und Eis-Pokémon. Also, na, eigentlich mehr Stahl als Eis. Oder Unlicht. Und da knüppelt schon Irokex mit am besten durch. Natürlich Machomai, mies, mies, mies. Na, dafür habe ich ja zum Beispiel Nidoqueen, was alles resistiert in der Regel, außer Gegenstoß. Oh, Gengar. Das ist schon spuckbar? Tatsache. Aber wir überleben den. Wir überleben den. Dann gehen wir hier rüber. Dann hat er keinen Fokusstoß. Ja, er konnte nichts abfangen. So, bam. Jetzt einsetzen. Einmal würde ich schilden gerne. Und der geht auf Nachti. Warum geht er denn auf Nachti? Ja, den schilde ich jetzt nicht. Wieder Nachti. Warum? Oh, Relaxo-Bombe. Relaxo ist natürlich Bombe. Und hier rein. Bam. Ja, dann denke ich mal, dass ein Body Slam jetzt kommt. Jupp. Und er geht wieder in Gengar. Ich denke nicht, dass du einen Fokusstoß hast. Ja. Oh, der drückt aber auch schon heftig, ne? Finsterfast, habe ich mir gedacht. Wir gehen auf Schmarotzer. Sehr schön. Ja, hast gar keine Chance mehr. Schlecker wird resistiert. Ja, hat er auch eingesehen, dass er keine Chance hat. Ich habe auch noch einen Knirscher ready. Und der hätte hier eine Attacke einsetzen müssen. Ein bisschen den Nidoqueen habe ich auch noch gehabt. Von daher, alles gut. Alles tippitoppi. Schmarotzer hat er nicht geschildert. Perfekt. So soll es auch sein. Aber schön, dass ich schon ein paar Pokémon mit Steinkante überrascht habe. Na, ärgerlich, dass Gengars Spukball durchgegangen ist. Hätte ja auch sein können, dass der Fokusstoß. Oho. Das wäre natürlich top. Ich müsste eher zur Steinkante kommen, ne? Wenn die sitzt, das wäre so perfekt. Bitte denke, das ist ein Giftzahn. Autsch. Potenziellen Sturzflug würde ich gerne schilden. Genau, deswegen. Und jetzt kommt ein Registeel. Ja, das ist in Ordnung. Und hier warte ich wieder, bis er einsetzt. Genau.
Oh, er spielt sogar Lichtkanone, spicy. Regirock, interessant. Gehen wir hier auf Erdkräfte. Okay, er spielt beide Regis. Ja, dann gehe ich hier rüber. Dann hat Irokex seinen Spaß des Lebens. Kann Stein... Ah, nee, Fokusstoß kann er aufspielen, wisst. Ich hätte vielleicht schön sollen. Nein, er spielt aber Erdbeben, okay. Ja. Was willst du tun? Du kannst dagegen nichts tun. Oh, tschubidubidu. Ihr Regis seid gleich alle weg. Bei denen werde ich jetzt chillen und dann hau ich ihn runter. Genau. Mein Irokex knüppelt einfach durch. Ich gehe jetzt auch einfach immer auf Schmarotzer. Macht den dicken Schaden. Ja. Das kannst du nicht wieder gewinnen, mein Freund. Aber interessant, dass ein Regirock noch hinten ist. Aber ja. Ja, das kriegst du hier noch weg. Ich werde dich jetzt mit Pionderagi sogar runterfahren können. Und das machen wir auch. Lichtkunde nur und Fokusstoß überlebe ich noch. Beziehungsweise brauche ich gar nicht, ich fahre mich einfach runter. Sehr schön. Alle drei Pokémon sogar überlebt. Aber ja. Steinkant hat es wieder gebracht, ne? Taubos war nicht drauf vorbereitet. Ja, das tat weh. Das tut weh. Ja, hier musste ich frühzeitig raus. Hier knüpp ich rein. Eine wunderschöne, eklige Fee, war klar. Was auch sonst. So. Ich glaube, hier würde ich sogar einmal chillen und ich hoffe, ich kann jetzt runterfahren. Meteorolog kommt, ja. Oh, bitte lass mich runterfahren. Oh, das gibt's doch nicht. Nee, die lasse ich jetzt durch. Bitte mach nicht zu viel. Oh, tut das weh. So, Steinkante, blinde Steinkante. Egal, was da reinkommt, das wird wehtun. Ladeattackenleistung gewinne ich. Oh. Schaff noch eine Steinkante. Erdkräfte habe ich auch im Angebot. So ist es nicht. Und auch das schildert er korrekt. Nachti. Ah, das kann doch kein Sturzflug sein. In der Regel kann das kein Sturzflug sein. Ja, Nachthieb. Dann overfarme ich hier. Och, ich hasse. Oh, Lauchzelot macht so viel Schaden, aber es hält nichts aus, ne? Ja, ich glaube, diesen Kampf verliere ich. Ja, super. Das bringt mir nicht viel. Ah, er hat noch eine Attacke. Oh, ich hätte Knirscher einsetzen sollen.
Ich habe seine Energie nicht mehr im Überblick gehabt. Ja, das habe ich verloren. Oh, er hat natürlich Steinkante korrekt geschildert. Oh, er wäre so weg gewesen. Er wäre so, so gut wie weg gewesen. Aber interessant, Doppel-Eis. Ah, nochmal ein solides 3 zu 2 und Groudon. Ah, kein gutes leider. Ich hätte gern 100er. Wir fangen unser Groudon erstmal. Oder auch nicht. Na, kommt schon. Kommt schon, Groudon. Es will noch nicht drin bleiben. Ich hoffe gleich, dass es leicht drin bleibt. Perfekt. Sehr schön, dann kriege ich wenigstens ein paar XL. Weil hier brauche ich echt noch viele XL. Ich habe jetzt noch gar nicht so viel geradet, wie ich eigentlich wollte. Ja, das kommt im Laufe des Tages. Genau. Ist hier was Interessantes? Na, geht so. Ja, für die Folge soll es das auch gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.